dann kam eine Gruppe Häftlinge und schrie, sie gehen uns erschießen, versteckt euch, versteckt euch. Da bin ich in die erste beste Baracke reingelaufen und habe mich versteckt. In einem Bett natürlich. Unter einer Decke. Und da lag schon jemand. Dann kam die Frau rein, ich glaube, es war eine Ukrainerin. Die waren sehr gegen uns. Die hatten auch Kinder dabei. Und in ihrem Schlepptau ein Mann, ein deutscher Soldat in Uniform, und sie sagte, ihr seid Juden. Und sie guckten sich so um, gingen ein Stückchen. Und dann kam es ihnen langweilig vor. Und sie hauten wieder ab. Da ging ich raus. Und erkannte, dass die Person, die neben mir lag, schon gestorben war.